Sidor. Herzlich willkommen. Du bist erfahren mit dem Arbeitsgerät, kennst dich mit Snowmobiles aus. Welches Arbeitsgerät? Dein Mikrofon? Das Mikrofon wäre dir lieber, oder? Ja, damit kenne ich mich aus, aber hier, ich habe ein bisschen Angst. Du hast ein bisschen Angst. Sido hat Angst. Kathi, hast du Angst? Ja, also ganz locker bin ich jetzt auch gerade nicht. Weil ich habe heute untertags miterlebt, wie die Strecke ist und Halleluja. Irgendwo ist es extrem steil da oben. Also, wir werden schauen, wie es euch beiden geht. Wir wünschen euch alles Gute. Toi, toi, toi dem Sido. In diesem Sinne, Sido gegen Kathi Belovic. Und los geht's! Ich will dir noch einen kleinen Vorsprung geben. Der Sido hat das ganz locker hier gemacht, gibt der Kathi einen Vorsprung bei diesem Start, hat die Kathi davon zischen lassen. Die Kathi fährt halt allein vor sich hin gerade. Wir sehen hier auf der Videowall, die Kathi kurvt ganz gemütlich vor sich hin und dahinter majestätisch Sido, der Berliner Skandalrapper. So streichelweich haben wir ihn selten gesehen. Meine Damen und Herren, schauen Sie, er gleitet förmlich über die Piste entlang, kommt hinauf zum Gorstall, in die Gorstallkurve herein, der Sido. Also dauert noch. Die Kathi lässt sich jetzt Zeit herunter ein Stückchen. Die ist schon längst am Weg in die nächste Schikane. Und der Sido ganz gemütlich geht er das an, da oben herunter. Beide Snowmobiles jetzt entlang der Strecke unterwegs. Aber wie gesagt, Sido, der Skandalrapper aus Berlin, geht das ganz, ganz gemütlich an. Lässt sich nicht aus dem Konzept bringen von der Kathi. Ganz im Gegenteil. Zwei Runden sind geplant. Wir werden schauen, ob der Sido die überhaupt braucht. Denn wie gesagt, der genießt das in vollen Zügen. Der liebt den Schnee, liebt Salbach-Hinterklemm, scheinbar lässt sich Zeit, plaudert fast mit Streckenposten, könnte man sagen. Also der ist der Publikumsliebling hier eindeutig, jetzt sogar einhändig. Sido winkt wie seinerzeit Cäsar den Menschen zu und lässt sich jetzt hier langsam herunter. Kommt herein, da kommt die Kathi. Die Kathi geht es ganz gemütlich an, kommt unter den Zahlspiel hier rein. Startzielsprung für die Kathi, da kommt die Kathi, die also ganz überlegen voran ist. Kathi Belovic ist herinnen. Kathi. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir Nagelfeile, Fingernagellack und ein Buch mitgenommen. Er kommt schon, keine Sorge, er kommt schon. Sido! Sido ist herinnen. Es ist voll anstrengend, die Scheiße. Voll anstrengend, sagst du? Hör dir, ich muss ja nicht mal laufen, Alter. Und ich bin voll anstrengend, Alter. Man sieht, du könntest an deiner Kondition arbeiten. Also du bist keine Konditionsmaschine, muss man sagen. Nee, ich schwöre dir, ich muss ja sonst nur sitzen immer in irgendeiner Jury oder im Studio. Ich muss nur sitzen die ganze Zeit. Also das, Sport ist was ganz Neues für dich. Ich schwöre dir, Alter. Ey, kann ich Pause machen kurz? Es ist schon vorbei. Ihr seid zwei Runden gefahren. Das war großartig. Vielen Dank, Sido. Wir haben von dir gelernt, dass man das Ganze auch gemütlich angehen kann. Ne? Das war keine gute Zeit. Ja, ich sage, es gibt ein Team aus Schottland. Das sind die vollen Exoten hier. Ich glaube, da könntest du mitfahren. Mach ich!